Essen. Guten Morgen aus Trollhättan. So, heute setzen wir unsere Reise fort. Und zwar unsere letzte skandinavische Etappe. Heute geht es von Trollhättan nach Trelleborg. Aufgrund einer technischen Störung haben wir die Route jetzt kurzfristig geändert. Nochmal alles, ja. So dass wir heute angewiesen sind, leider über die Schnellstraßen zu fahren. Respektive Autobahn, soweit man das bezeichnen kann. Aber nichts ist unmöglich. Und auf die Kilometer. Was jetzt nicht das Problem ist, weil so können wir ganz entspannt fahren, haben keinen Stress. 230 Meter nach rechts, sagt er. Och. Kommt nur noch die Brücke hoch. Das sieht aber fix. Zum Abschied hat man jetzt hier nochmal die Klappbrücke. Gestern ist ja ein riesiger Frachter durchgekommen. Der ist dann da hinten. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera jetzt erkennen kann. So ein riesen Frachter durchgegangen. Hier hoch durch die schmale Engstelle der Brücke. Also es sah schon sehr spektakulär aus.
45, da werden wir uns auch noch mal Richtung Göteborg halten und dann weiter Richtung Malmö. Dann ist es nicht mehr weit bis Trollhättan. Entschuldigung, Trelleborg. Wir wollen heute nach Trelleborg von Trollhättan. Guck mal, ja, aber die letzten Trolltrien, ups, die auch schon mal durcheinander. Ein bisschen ist es auch schade, dass der Urlaub schon wieder vorbei ist. Ja. Also, wenn du so zweite Woche oder jede zwei Wochen unterwegs bist, vergeht es halt irgendwie wie im Flug, ja. Hinter Göteborg getankt, also die Verkleidung in Göteborg ist schon abenteuerlich. Jetzt haben wir 90 Kilometer geschafft. War in Ordnung, das haben wir nochmal getankt. Voraussichtlich das allerletzte Mal jetzt in Schweden. Beim nächsten Mal werden wir Oster tanken. Zur Köhlbrandbrücke machen und da mal ein, zwei Fotos von dem Bauwerk. Und Motorrad mit Getriebeschaden scheint doch zu halten. Das
muss mal kicken hier. Wird sie wieder hochfahren. So, Bunker. Ah, okay. Hoppala. Weihnachtsmenü. Ach, ist ja genug Platz hier. Das war jetzt der kleine Fotostopp an der Öresundbrücke. Dann kann man schon mal einen kleinen Schlenker machen, wenn man in der Nähe ist, dahin. So, wir wollen jetzt mal an der Öresundbrücke gucken. Und jetzt haben wir noch 30 Kilometer ungefähr bis zur Unterkunft. Das heißt, wir werden so 16:30, 17 Uhr dort einschlagen und machen uns kurz frisch. Und dann gehen wir noch einen leckeren Happen essen und ein Bierchen trinken. Links. Essen. Was sagt er? In der Kirche?
Guten Tag. Oh Gott. Hoppala. Straße. Ugh.